ist so, der frühe Lektos fängt den Karpfen absolut. Ich teste gerade mal wieder auf Karpfen hier. Auf ganz simpel mit Mais. Und zwar einfach nur kleiner Haken, Mais und Tutti Frutti. Komm raus hier. 5 Kilo Spiegel. Eieiei, viel zu weit wieder rausgeballert. Egal. Also, raus damit und gucken, was geht. Einfach hier an der Stelle bisher ohne PVA, ohne Futtermische, ohne alles. Gerade hier hin. Und ja, es fängt gut an. Ohne, dass man hier jetzt irgendwie was angefüttert hat. Scheint also, dass das so funktioniert. Der Michael Bla auf YouTube hatte geschrieben, allen probier doch mal. Und gerade eben nochmal sogar auf 132 mit Tutti soll es auch gehen. Schreibe ich gleich mal direkt zurück und probiere das hier ein bisschen aus. Aber eine Futtermische, die mischen wir uns jetzt gleich noch zusammen. Tjo, das war da hier vielleicht doch nochmal ein bisschen mehr Frequenz hinkriegen. Eine Futtermische, das Schöne ist, wir sind hier nicht so weit draußen, auf 15 Meter nur geklippt. Und mit 15 Meter kann man das natürlich dann auch händisch auswerfen. Trotz allem baller ich das natürlich der Bequemlichkeit halber alles in so ein PVA-Netz rein. Dann kann ich das da einfach dran tüdeln und gut ist. Heißt also, wir nehmen eine Mische und in Richtung Tutti Frutti gehen wir einfach mal auch ein bisschen süßlicher rein. Bedeutet dann auch mal wieder hier Maismehl. Und da wir auch auf Masse gehen, nehmen wir auch eine Basis mit rein. Für alle, die keinen PVA verwenden können, ist das optionslos sozusagen. Man braucht eine Basis für Angler, die sagen, okay, ich verwende hier PVA, möchte das einfach mal auf größere Brocken verwenden. Einfach mal die Basis auch weglassen, damit man hier nicht so den ganzen Kleinkram auch anlockt, sondern vielleicht nur große Partikel verwenden. Geschredderte Boilies, große Feed Pellets, vielleicht mal einen ganzen Boilie auch mit reinballern. Plus Aroma und dann halt die Basis einfach weglassen. Hier steht ja Notwendigkeit nein im PVA oder in der Trockenmische und hier leider dann ja, denn das macht das Ganze hier ja erstmal aus, das Bällchen. Also, dann gehen wir hier erstmal in die Trockenmische rein. Ich nehme allerdings, wie gesagt, hier Mais als Basis und dann gucken wir mal rein, was wir an Tutti Frutti so haben. Und da gibt es einige Feed Pellets. Wir fangen mit den größten an. 10er Feed Pellets. Dann nehmen wir die 8er Feed Pellets und ich würde sagen, wir nehmen, man könnte jetzt natürlich noch Aromen Boilies nehmen. Ich nehme mal einen geschredderten hier. Wir schreddern mal einen Boilie. Nehmen wir mal hier Tutti Frutti. Haben wir was in Richtung Soluble, was Auflösendes? Weiß ich gar nicht, ob es das gibt. Zumindest habe ich gerade keinen dabei. Von daher ist es dann wurscht. Ich nehme den kleinen und dadurch auch günstigsten. Hier haben wir einen Pop-Up. Die Pop-Up, dieser Beisatz Pop-Up, der ist dann beim Schreddern egal. Soluble ist, also besser auflösend, ist eine bessere Wirkung. So, das nehmen wir hier einmal mit rein. Und dann gehen wir wieder hier zurück auf Tutti Frutti. Da ist es, zack. So. Und jetzt können wir hier nochmal eine extra Komponente reintun. Entweder alles komplett hier mit den Feed Pellets. Ich nehme aber jetzt nochmal hier eine Basis mit rein in Richtung Mais. So, einfach die Maisbasis mit dazu. Und dann haben wir hier Tutti Frutti als Aromatik. Joa. Tutti und dann Tutti Mais machen wir das Ganze mal hier. Und dann anfertigen. Ab dafür. Und das ballern wir dann gleich hier rein. So bleibt das. Und dann kommt das hier schön in das PVA-Säckchen. Nehmen wir hier das etwas größere. Da muss man nicht so lange anfüttern. Und ab geht es. So, wo ist es? Tutti Mais. Da sind sogar noch Tutti ohne alles. Was haben wir denn hier? Genau, das ist hier zum Beispiel eine, die nur, also die ist ohne Basis. Da könnte man aber jetzt allerdings hier besser noch größere Feed Pellets reinballern, beziehungsweise
Und das ist auch eine mit allen Feed Pellets quasi drin. Kann man natürlich auch verwenden. Wir nehmen mal jetzt hier die Variante mit dem Mais, weil ich quasi nur gerade mit Maiskorn auch unterwegs bin. Ob das jetzt eine große Auswirkung hat, werden wir sehen. Werden wir sehen. Jetzt komme ich natürlich gerade ins Grübeln, ne? Der Michael, der hat gerade frisch geschrieben, das ist gar nicht so lange her, knapp eine Stunde. Und wahrscheinlich läuft er jetzt gerade weiter. Ich gehe mal davon aus, dass der Spot vielleicht so nach einer Stunde hier dann durch ist und dass er sich dann gedacht hat, na komm, ich laufe mal ein bisschen weiter und gehe jetzt von hier eine Stunde und dann geht er weiter hier auf 132 und testet hier weiter. Könnte gut sein. Das heißt, wir gucken einfach mal, wie lang das hier geht, also auf 15 Meter. Wir werfen mal hier vorne diesen Schatten an. Das kann man sich, glaube ich, ganz gut merken. Und ich gehe auch mal ein bisschen weiter rüber, den nehmen wir noch eben mit. So. Das sieht doch aber bisher schon ganz vernünftig aus. Klar ist in der Nacht immer so ein bisschen Flaute. Oder immer mal etwas Flaute. So. Und dann geht es aber morgens halt wieder richtig los, ne? Deswegen jetzt schnell rein. Tutti Frutti Mais. 15 Meter, genau die richtige Uhrzeit. 4 Uhr morgens ist für mich immer so eine ganz gute Zeit, um einfach nochmal nachzufüttern. Und dann vielleicht 12 Stunden später gegen 16 Uhr auch nochmal ein paar Bällchen rein. Und dann lübt das Ganze. So, Tutti Mais. Weil wir hier so klein unterwegs sind, wir gehen auch gleich nochmal genau ins Detail auf Setup ein. Mache ich jetzt hier auch gar nicht so viel, dass ich jetzt hier sofort 5 Mischen reinballer. Also 5-mal, 6-mal auswerfen, dass der Spot aktiv ist. Ich denke, das wird sowieso ausreichend von der Frequenz sein mit dem kleinen Setup. So. 1, 2, 3. Schmeckt. Passt. Und jetzt gucken wir nochmal eben rein. Bis sich das PVA aufgelöst hat und so. Geht das. Ich bin hier mit dem 4er Haken unterwegs. 4er Haken einfach nur und einfacher Maiskette. Das Einzige, was ich hier variiere, sind zum einen das Tutti Frutti, dieser Dip. Und zum anderen die Farbe vom Maiskorn. Tutti Frutti Rot, Tutti Frutti Gelb. Beides mit Van Sant Tutti Frutti Dip. Und dann hier nochmal Tutti Frutti Gelb mit Matt Myers als Dip. Und das waren die ersten Bisse hier. Also im Moment, bei der großen Auswahl, ist, glaube ich, also zumindest Gelb ist vorne. Na, guck mal, wir zuppeln ein bisschen rum und Rot legt nach. Sehr schön. Gucken wir also jetzt mal, wie das denn hier läuft, auch mit Tutti Frutti. Warum so klein? Weil, wie gesagt, jetzt 4er Haken. Einfach nur deswegen, weil wir hier jetzt, also ich bin jetzt gerade so ein bisschen auf Frequenz aus. Ich sag mal, so Brocken bis 10 Kilo reicht mir völlig. Hauptsache, ich habe jetzt hier eine schön hohe Frequenz. Das wäre halt richtig gut, dass man sich einfach mal wieder den Kescher voll kloppt hier mit den Karpfen. Und da ist er auch schon. Heißt also, wenn hier ein bisschen was Größeres reingeht, gar kein Problem, nehmen wir natürlich gerne mit. Aber im Großen und Ganzen will ich einfach hier ein bisschen Frequenz haben. Das ist jetzt hier gerade der Punkt. Na, da kann ich hin. So. Und da ist schon der nächste Brocken. Auch wieder ein bisschen was Kleineres. Und das haben wir jetzt 5-mal haben wir jetzt hier die Futtermische draußen. Und danach nehme ich das jetzt gleich erstmal ab. Also 5-mal doppelte, das heißt 10 Bällchen sind jetzt draußen. Jetzt spare ich danach erstmal mit dem Futter und werde dann gleich gegen 16 Uhr erst wieder nachlegen. Reicht. Reicht. Wir müssen ja hier nicht alles überfüttern. Hauptsache, das lübt hier konstant. Dann ist das schon ganz gut. Na, beiß. Mitgenommen hat er ihn schon. Mitgenommen hat er ihn. Jetzt ist er dran. Zack. Sehr schön. Wenn die Schnur so locker geht, gutes Zeichen. Ja, von der Frequenz her, so wie es jetzt im Moment aussieht, kann es gerne so bleiben. So, PVA runter. Kann gerne so bleiben. Ich bin noch nicht so ganz schlüssig, welche Kombi hier am besten ist. Deswegen einfach mal testen, welche Mais- und Dip-Kombi bei dir am besten läuft. Und nach diesem werde ich dann auch die andere Stelle weiter testen. Heißt also da hinten auf 132.
ist ja direkt hier vorne. Genau, ich glaube genau da, diese kleine Landzunge. Also hier kann man sich, glaube ich, hinstellen. Auch da auf, da muss man auch wieder ein bisschen testen. Es gibt eine Stelle, da kann man so auf 8 Meter werfen. Kann man einfach mal ausprobieren. 8 Meter, 15 Meter, 20 Meter. Also so in diesem Bereich einfach mal ausprobieren, was da am besten lübt. Hier jetzt gerade eigentlich genau das Gleiche. Auch hier kann man ein bisschen flacher testen, weiter testen. Auch weiter raus nochmal in Richtung 20 oder 30 Meter. Jetzt hier auf 15 Meter ist schon richtig gut. Bin ich auch schon sehr zufrieden mit. Auch hier ist PVA wieder runter. Dann haben wir jetzt alle drei ohne PVA. So. Zack. Und es geht weiter. Ja, das ist doch schon mal nicht schlecht. Bin ich doch schon ganz zufrieden. Frequenz ist da. Übrigens, wenn ihr ein bisschen verschleißarmer angeln wollt, immer einen auf den hier machen, ne? Nicht so rauspullen die Dinger, auch wenn es geht. Geht halt auch immer alles so ein bisschen mehr auf den Blank und auf die Ringe. Wollen wir nicht. So. Ja, also, so sieht's aus. Setup ist, glaube ich, jetzt soweit klar. Kleinere Haken für mehr Frequenz. Einserhaken auch durchaus eine Option. Doppelte Maiskette auch durchaus mal testen. Allerdings geht da die Frequenz super runter. Das ist wirklich was, wenn man zweimal, also zwei verschiedene Maissorten dann nimmt oder zweimal gelb zum Beispiel, dann ist das, ja, zählt wirklich wie so ein großer Köder. Und da geht die Frequenz drastisch in den Keller. Grundsätzlich würde ich sagen, es kann noch mehr abgehen. Es darf gerne noch deutlich mehr abgehen hier. Von der Frequenz, von der Anzahl gab es Zeiten, wo Tutti Frutti deutlich mehr noch geliefert hat. Ja, genau so. Also den einen zieht man raus und der nächste zuppelt schon. So muss das eigentlich sein. Auch hier war sogar noch PVA dran. Runter damit. Und wieder raus hier. Zack. Genau, aber so darf das dann gehen hier. Wenn man hier konstant schön einen nach dem anderen rauszieht, dann ist das ja genau das, was wir haben wollen. Schöne Frequenz, vernünftige Größen bei den Haken hier, bei den Fischen auch. Und dann haben wir da auch den Kescher ratzfatz voll und machen hier ganz gut Kohle. So, vielleicht geht ja noch ein bisschen was Seltenes rein. Das ist natürlich immer ganz nett. Grundsätzlich, wenn man sagt, okay, hier Tutti Frutti habe ich vielleicht gerade gar nicht, einfach mal eine andere Aromatik testen, ne? Es gibt ja bei den Maissorten, es gibt zum Beispiel noch Frucht. Wo ist es? Hier, Creme und Frucht. Ich hatte eine ganze Zeit lang sämtliche Tutti Frutti Artikel verangelt und habe dann alles irgendwie quasi leer geangelt. Hier so die ganzen Maise und Dippe. Und habe dann hier mit Creme und Frucht geangelt. Ging auch richtig gut. Ging auch gut. Guck mal hier, jetzt sehe ich es gerade. Tutti Frutti Soluble. Habe ich das gerade übersehen? Das wollte ich doch in die Mische reinmachen. Also, das hole ich mir auf jeden Fall nochmal in größeren Mengen. Sind nur noch vier. Ah, es sind zu wenig. Ich glaube, man braucht 30 Stück. Man braucht 30 Stück. Genau. Ja, jetzt habe ich hier gerade die 10er hier verwendet. Die sind jetzt weg. Die 30 und die 30 Soluble. Genau. Die kommen dann demnächst nochmal in die Futtermische rein. Genau. Kann man natürlich auch mit an den Haken schmeißen, ne? Wenn man vielleicht dann irgendwie auf dem Einserhaken drauf und dann die klassische Kombi Mais und Boily und dann mit Mais und Boily dann vielleicht auch hier so ein Soluble drauf und ab geht es. Na, die wollen wir natürlich nicht. Die wollen wir natürlich nicht. Da hoffen wir mal, dass da gleich noch ein bisschen was Größeres reingeht. Ja, so und so ähnlich. Also ich würde sagen, passt. Bisher ganz gut. Hier kommt direkt der nächste. Sehr gut. Ja, sollte das jetzt hier gleich mit den Kleinen weitergehen und sollte das jetzt hier irgendwie schon fast erschöpft sein, geht es für mich, wie gesagt, gleich direkt weiter an den nächsten Spot. Dass wir dann da sofort frequenzmäßig weitermachen können. Tutti Frutti halt eigentlich immer eine Option. Ja, also es zuppelt weiter. Petri Ölümmels zieht raus die Brocken. Ich glaube, das kann man mal gut machen, so auf entspannt. Einfach mal ein bisschen Frequenz angeln auf Karpfen. Daumen da lassen, wenn es geholfen hat. Kanal abonnieren hilft mir. Und dann sehen wir uns im nächsten Video oder im Livestream auf Twitch. Montags, Mittwochs, Freitags, 19 Uhr. Petri.